war ganz knapp, aber Toni Schumacher stand gut. Der Ball kam Zentimeter genau auf den kurzen Pfosten. Aber die letzte große Sicherheit ist noch nicht im Spiel, aber vielleicht jetzt eine Möglichkeit. Rummenigge. Schuss. War schon was. Da muss João Leite nachpassen. Der Fußballer Europas, der hier am meisten genannt wird, wenn über europäische, deutsche Spieler diskutiert wird. Vorhin auf der Fahrt. Gefährlich, gefährlich! Ah, da stehen sie so in den Kopf, diese Kopfballrückgabe von Magath, der jetzt abwinkt und so tut. Wir sehen es hier. Ja. Das ganze Gerangel um den Abstand der Mauer. Sokrates. Rummenigge gegen Luisinho und Oskar ist zurück. Und es sprintet. Sieht. Da kommt der Ball. Da kommt er. Ei, ei, ei. Förster. Rummenigge. Er ist noch schwerer als sonst. Es sind fast immer zwei Mann da. Aber er spielt gut. Viel Mut. Müller. Briegel. Gut gesehen. Kalt. Er sollte schießen, kalt! Ein A und O hier auf der Reportertribüne, wo die Kollegen vom Rundfunk übertragen. Urlaub kommt oft hinaus jetzt an die rechte Seite, um zu helfen. Rummenigge. Immer wieder über links. Der Münchner. Schuss, Schuss! Ein Ball, wie ein Strich und Szenenapplaus. Schneller Antritt. Der verzögerte Schuss, die Lücke, der Aufsetzer. Paulo Isidoro, Edevaldo. Schubacher. Sergio. Und... Zentimeter. Mit dem Faustabwehren hat er heute Schwierigkeiten, der Kölner. Deutschen durchsetzt, ihn einfach wegschubste. Gute Möglichkeit. Toller Toni Schumacher. Edevaldo. Toninho Cerezo. Unbedrängt. Der Eckstoß etwas zu rasant. Sie sehen es, er kann den Ball nicht mehr. Paulo Isidoro. Edevaldo. Und es ist jetzt immer wieder Gefahr bei hohen Bällen, die jetzt als die Sokrates hochschraubte. Rummenigge. Riesenantritt. Müller sprintet mit. Alof ist gut postiert, aber die Frage ist, kommt er vorbei? Kann er flanken? Alof! Müller! Schießt noch! Schießt! Ja! Tor! Ei, ei, ei! Hier, das war die Situation, das Kunststück, den Ball da vorbeizubringen. Aber Alof dran, da kommt Müller und dann ist der Düsseldorfer da. Ich sagte vor einer Minute, er ist schwach. Das war sicher richtig, aber
Er macht das Tor und deshalb ist er in der Mannschaft. Das hat Jawal immer wieder betont. Der Torschütze. Junior ist der Mann, der anläuft. Gefährlich! Goal! Nicht nur das, unhaltbar. Ein Freistoßtor aus gut 22 Meter. Sie sehen es, mit der Innenseite, mit Effet. Da war nichts zu halten für Toni Schumacher. Rummenigge und Alop dahinter nur Müller. Magath hängt ganz weit zurück, hat jetzt fast nur noch defensive Aufgaben. Edevaldo. Und Schuss und Tor! Das 2:1. Das müssen Sie sehen. Ja, sind jetzt verdeckt durch die Zeitlupe. Wunderbar gemacht. Das 2:1 durch Toninho Cerezo. Bei Schuss von ohne Glück. Eine knappe Viertelstunde noch. Sokrates und das Tor! Das 3:1. Die Wiederholung, die kommt nicht heran. Förster kann ihn nicht stoppen, den langen Mittelstürmer. Und die 17 macht das Tor. Serginho. Schade. Und ich denke jetzt an die Argentinier hier irgendwo auf der Tribüne. Der Weltmeister ist draußen bei diesem Spiel. Der Duisburger braucht fast eine Leiter, um gegen diesen riesen Kerl in der Luft anzukommen. Wenn Sie das einmal sehen gleich. Da kommen Sie jetzt ins Bild. Immer wieder diese Stürmer vor uns. Das war nicht korrekt. Schumacher glänzend. Noch ist die Gefahr nicht vorbei. Und auf der Kölner wird da gehakelt. Spielen mit Haken und Ösen, die Brasilianer, vor allem wenn der Ball in der Luft ist. Sie sehen es jetzt hier. Kein Abseits, Serginho. Der Sergio. Noch einmal! Er kann. Sie hören es. Go, go, Brasil, das vierte. Thomas Schumacher versteckt und dann aus der Drehung aus spitzen Winkel. 4:1. So gewertet, wie man es sehen muss, in den letzten 10 Minuten nach der Führung, der Rückstand, kein Aufbäumen nach dem 1:2. Herrlich herausgespielte Tore, natürlich bin ich enttäuscht, aber auf der anderen Seite, neidlos, ein ganz, ganz dickes Kompliment an diese Mannschaft.